oben. Wie sie die da vorne alle abgemetzelt haben. Lasst mich bitte aus dem Spiel. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. Ja, ich metzel hier gerade noch ein paar ab. Meuchel ich noch. Wie sie da einfach reinlaufen. Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um die Jeri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Ja, klar. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Alle soll ich die erledigen einfach nur? Ja, okay. Das weiß einer, aber irgendwas. So. Wie nervös. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind wir seine Kinder. Einen Moment. Warum? Und dann würde ich sagen. Den dicksten habe ich gleich schon zu Anfang erledigt. Der Rest ist jetzt nur noch Formsache. Ach komm! Na! Jawohl! Zur Santa Maria Assunata gehen. Assutana. Du bist nicht sehr helle, was? Doch, eigentlich schon. Ey! Wie frech! Tja, aber wir sind leider in der Überzahl. Und außerdem haben wir mich. Voll in die Schläfe immer. Das knackt so schön. Wie mein Lieblingskonter aus Teil 1. Ezio! Euer Onkel wird Nein! Mario! Ist es Browser? Bowser? Nicht Browser. Bowser? Alter Schwede, wie viele... Woo! Metzelei! Nee, ich will mitmischen! Ich will töten! Oh, Entschuldigung, Mario. Einfach in den Rücken gerammt, das Ding. Dieses Mal entkommt er nicht. Zack, voll in den Arsch. Das habt ihr gut gemacht. Oh, kein Ding, ne? Kinderspiel. So, ich würde mal sagen, oh. Laufe ich hier noch am Schatz vorbei? Das passt doch sehr gut. Ein Glück, dass die anderen auch so gut klettern können wie Ezio hier. Das schaffe ich nicht. Oh, oder auch nicht. Gut. Wie sie meinen. Das schaffe ich nicht. Ich dachte, das sind auch Assassinen. Wenn es seine Männer sind und er ein Assassine ist. Könnte man so schlussfolgern, ne? Ach, der Kampf hat eben Spaß gemacht. Das war schön. Vor allem haben die alle pissig Schiss bekommen. Oh, das hat er doch Stil. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo? Jacopo. Die Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien.
Der sieht heftig aus da, also so als wäre er. Okay, so als wäre er irgendwie der Big Boss da. Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. So, wo ist er denn hin? Achso. Wow, voll die fette Axt hat er. Achso, okay. Nein! Bam! Und, oh, schade, ich dachte, da bratze ihm jetzt noch voll eins in den Schädel rein. Fürchte nicht, dein Tod wird schnell kommen. Ja, dann. Bam! Voll in die Fresse. Verpiss dich. Schwächling hier. Zack! Noch voll in den Boden eingearbeitet. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Da muss ich Ezio recht geben. Da muss ich Mario recht geben. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit. In Peace heißt das, glaube ich. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Würde ich mal denken. Huh, 2400 haben wir noch bekommen und damit ist, glaube ich, die nächste Sequenz abgeschlossen. Codex-Seite erhalten, nice. Brief an Francesco de Pazzi erhalten. Fähigkeit Messerwurf erlernt, alter Schwede, da haben wir aber einiges bekommen. So, ich würde sagen, das war Sequenz 3. Würde ich jetzt mal denken. Nee, doch noch nicht. Es geht nur in Monte Regioni weiter. Oh, ja. Noch einen Schluck trinken eben, während er lädt. Achso, ich unterbreche mal eben während der Ladezeit. Die ist ja doch relativ lang. Bis gleich. So, es geht weiter in Monte Regioni. Ab geht's nach oben zu Mario. Oder zu wem? Ja, zu Mario. Was gibt's? Ach. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebt. Yeah. Verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir dass Frieden sein wird? Mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Oh Gott, ey. Geh mit mir. Ja, Onkel. Mehr über die Villa erfahren und die dort versteckten Codex-Seiten finden, wird gemacht. Pazzi unterstehen einem anderen, einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der Borgia, gab's da nicht mal auch eine Serie auf ProSieben? Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja. Und er wird auch dich töten, wenn er kann. Nee, das werden wir verhindern. Oh verdammt, zu weit entfernt. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat, Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ah, gut. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut, genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Alles klar, wir sehen uns.
Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Ja, können wir gleich machen. Oder jetzt. Signor Pansi. Oh cool, wird vorgelesen. Ich tat, wie mir geheißen und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein. Allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber garstige Hobbits! Daran musste ich voll denken gerade. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Alles klar. Den Brief haben wir gelesen. Er sucht Anerkennung. Oh. Kleiner Pisser. So, sprechen wir mal mit Mario. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen. Bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist es? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Alles klar. Die müssen erst noch entschlüsselt werden, die Seiten natürlich. Die versteckte Kodex-Seiten erscheinen nach Erreichen des Aussichtspunktes auf der Karte. Ziele und Nebenmissionen im Ordner des Anima. GPS-Markierungen setzen, schon klar. Ich mag mich irren, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es hier einen Geheimgang irgendwo noch gab. Achso. Genau, ich muss nochmal kurz zur lieben Mutter. Oder Schwester oder beide. Ja, dahin. Den Aussichtspunkt der Villa erreichen. Oh, toll, doch nicht. Genau, ich habe eine neue Feder. Die packe ich dann natürlich gleich rein. 3 von 100, das ist doch schon mal eine ganz anständige Zahl. Für meine Verhältnisse. Oh ja. Oh ja. Den Aussichtspunkt hatte ich doch schon längst. Wieso muss ich da denn jetzt nochmal hin? Na egal. Ich mache es einfach und gut ist. Schick, schick. Die 4 philosophischen Kodex-Seiten sammeln, okay?
So, ich sammle eben.